Jawohl, Herr Hauptmann. Und ich fahr los. Ja, gut, du als Thronagent der Inquisition bist natürlich dann dem Rang nicht mehr verpflichtet, aber Hauptmann ist natürlich schon etwas höher als du. Oder war. Aber das sind andere Zeiten, Kalia. PVS ist natürlich auch nicht so geil wie die Imperiale Armee, aber gut, du läufst mit Space Marines umher. Wie riecht denn der Hauptmann? Er riecht nach Mensch. Okay. Auch jetzt etwas nach Respekt, vielleicht ein bisschen Furcht. Na, das stört mich nicht, das gefällt mir. Ja, er rümpft aber auch einmal die Nase, wenn er den Gestank von euch mitbekommt. So, könnt ihr fahren. Durch die großen Anlagen, die Außengebäude, die Villenkomplexe, die sich hier viele Meter nach oben ziehen, bis ihr dann vor dem prächtigen Gouverneurspalast stehen bleibt. Ihr könnt Musik spielen hören, eine feine Tanzgesellschaft, die sich sowohl im äußeren Gartenbereich, trotz des Regens, hat man hier wohl irgendwelche Schirme aufgestellt und dass man eben auch draußen weiter feiern, trinken und essen kann, tanzen, verschiedene Musikstile, die dann hier eben komponiert werden und jeder hat irgendwie feine Kleider und irgendetwas, ja, es ist einfach so eine falsche Gesellschaft. Draußen ist Krieg, die Bevölkerung leidet, die Hungernden kämpfen gegen die PVS, wurden angestachelt durch Symbionten und hier gibt es Ballsäle und Banketts. Könnt das ihr euch ist dann, dekadent. Könnt ihr euch dann an ihnen entlang schieben, die euch dann auch aus offenen Mündern betrachten. Keiner geht auf ein Knie oder sie flüstern zwar, aber... Brüder, ich bin nicht erfreut, wie sich hier diese Befehlshaber verhalten. Ich wollte genau das Gleiche ansprechen. Es ist einmal ein dekadenter Abschaum hier. Nicht einmal den nötigen Respekt uns gegenüber können sie hervorbringen. Vielleicht müssen wir ein Exempel statuieren. Ich kümmere. Fällt der Gedanke. Wir sollten uns wohl den Abschaum und den Gouverneur einmal zur Brust nehmen und danach schauen wir mal. Vielleicht ist er derjenige, der hier der falsche Befehlshaber ist. Wenn du schnüffelst, tu es unauffälliger. Natürlich. Ja. Ich würde, wenn ich an den einfach vorbei, ich schieb die einfach weg, wenn ich da durchgehe und würde dann einmal so meine Sinne durch den Abschaum hier hinweg leiten lassen. Aufmerksamkeit ist das der Skill. Muss mal gerade gucken. Sollte es wahrscheinlich reichen, oder? Ja, es reicht auf jeden Fall. Ich gucke mal, wie viel der Post gerade. Ja, du schnupperst und es ist natürlich ekelhaft, diese Gerüche jetzt nach dem Regen wieder wahrzunehmen. Auch ein gutes Fest, ja. Du weißt, dass man auf Fenris gut feiert, aber das hier ist falsch. Dekadent, widerlich, da hat Octavius recht, da hast du recht. Das ist einfach eine ganz andere Qualität. Und wenn du dann diese ganzen Eindrücke von dem Essen, von den Getränken aufgenommen hast, kannst du eben auch Symbionten erschnuppern. 3 Stück, die du ausmachen kannst. Ja, die sich unter die Gesellschaft gemischt haben. Dann würde ich genau da mal hingehen, in die Richtung langsam. Markiere die in unseren Zielcomputern, jeder nimmt sich ein. Jo, den Befehl kann ich auch ohne Helm geben. Verstanden, sei unauffällig, nicht, dass sie dich bemerken. Bemerkt sie garantiert schon. Wenn die Death Watch hier irgendwie durch den Adel läuft, bemerkt werdet ihr auf alle Fälle. Nicht, dass sie bemerken, dass du sie bemerkt hast, okay? Ja, also wie gesagt, ich gebe den Befehl in die Rüstung, dass die markiert werden. Ja, markiert und habt ihr sie auf alle Fälle. Könnt ihr dann auch ein bisschen aufteilen. Wir können auf alle Fälle erkennen jetzt, wie sich auch die Ideal so ein bisschen auseinanderstreut. Nicht nur wegen euch, aber vor allem, weil jetzt der Lorde-Gouverneur auf euch zuschreitet. Er hat wohl eben so ein bionisches Auge, wohl einige Kampfnamen, wie ihr erkennen könnt. Die sind allerdings schon älter, hat sicherlich schon Juvenor-Behandlung hinter sich. Grobe Schätzung, vor allem von Gabriel, der ist sicherlich 400 Jahre alt. Ja, den erstmal ignorieren. Wir schnappen uns die Symbionten. Noch nicht töten, nur in Gewahrsam nehmen, wenn das geht. Verstanden, auf deinen Befehl. Ja, ihr bleibt dann nach und nach jeweils vor 3 Menschen stehen, die euch anschauen. Sie zeigen überhaupt keinen Funken von Respekt, sondern eher Widerspenstigkeit, das in ihren Augen zu lesen. Und Anspannung. Gucken sie euch an.
Ja, ich nehme den am Hals und halte den schön gewürgt so mal auf 2,40 Meter Höhe. Ja, ja, ich mach's genauso. Okay. Toll. Ja, in der einen Hand das Kettenschwert und in der anderen packe ich das. Ich bin auch an der Seite von Gabriel und als er das tut, dann schaue ich da weg. Ja, es gibt zumindest erstmal einen großen Aufschrei, vor allem von den vielen Damen der Gesellschaft und auch die Männer, ein erstauntes Höh, wie sie dann keuchen und sich ihren fetten Bauch halten. Wenn ihr dann zugreift und den dann am Hals packt oder am Kopf packt und nach oben reißt, gibt es auf alle Fälle ein reißendes Geräusch. Ihr habt zwei Damen vor euch und einen Herren und ihr könnt erkennen, wie, wenn ihr sie hochhebt, das Kleid an den Seiten aufreißt und zwei weitere Arme zu erkennen sind, mit denen sie dann versuchen, nach euch zu schlagen und zu stechen. Ja, mit dem anderen Arm greife ich das Schwert und will ihm die zusätzlichen Arme abschlagen. Gib mir mal einen Angriffswurf. Könnt ihr mir alle geben, einen Angriffswurf mit euren Messern und Waffen. Seid auf alle Fälle... Oh, 93. Da ist das nicht gelungen. Schicksalspunkt? Wie viel hast du? Ich habe 4, jetzt noch 3. Ja, dann schippe ich den. 100. Okay. Oh. Okay. Oh. Ja, das Blöde ist beim Chip, es zählt dann der zweite Wurf. Ne? Du kannst dir nicht den besseren aussuchen. Ja. Gut, die 100 liegt Octavius und Tordan, ihr habt es beide geschafft, ne? Ich habe meinen ersten Angriff nicht geschafft, aber da ich einen Schnellangriff habe, habe ich den zweiten noch. Und der ist dann geschafft. Octavius? Also ich habe es leider nicht geschafft, aber du könntest mir vielleicht einen Bonus geben, weil ich hatte ihn ja schon. Ja, ja, den Bonus kriegt ihr aber mit der 100 auf keinen Fall. Achso, also, ich habe einen Bonus? Ja, ich gebe einen Bonus von 10, aber nur. Dann habe ich dann beide sogar geschafft. Dann haben sogar beide Angriffe geschafft bei mir. Ja, okay. Tordal, du hast ihn oben gegriffen am Kopf. Du drückst einfach zu mit deinem mechanischen Handschuh. Der Kopf explodiert und die Arme sacken wieder zum Boden. Octavius, du kannst mit deinen Messern zustechen. Stich, Stich, Stich. Und dann hast du nur noch den Kopf in der Hand. Der Rest plotscht zu Boden. Derweil versucht Gabriel es ebenso. Allerdings durch das reißende Kleid, das fällt zu Boden. Du betrachtest für einen kurzen Augenblick noch die falschen, fast perfekt geformten Brüste, aber sie sind verhärtet und verhornt und oh Gott, da kannst du schon sehen, wie, du wolltest gerade zustechen, einer der vier Arme hat dir das Messer aus der Hand geschlagen und du wirst angegriffen. Darf ich den angreifenden Arm mit meinem Messer angreifen? Du stehst ja nicht neben Gabriel, ne? Du stehst ja neben... Ich habe gesagt, ich stehe neben Gabriel. Gesagt. Okay, gut, dann hast du Glück. Ich dachte in Octavius, dann darfst du natürlich. Gut. Ohne Abzug, sonst hättest du durch die Menge schießen müssen, hättest auch einen Adling treffen können. Ja. Ach, um die ist es nicht schade. So, treffe. So, dann machen wir deinen Schaden. 10. Ist nicht so viel. Nee. Der Imperator ist nicht auf deiner Seite. Gerade nicht. 24 DS5, die du jetzt durch den Symbionten in dein Fleisch bekommst. Mit den chitinverstärkten Zangenkrallen. Okay, auf was trifft das? Körper. Direkt in deinen Körper bohrt sich. Du kannst merken, wie eine deiner Rippen durchbohrt wird, der Karapax. Die Luft, die dir aus deinen Lungen gedrückt wird. Wie viele Schadenspunkte sind das? Das sind 9. Also 24 DS5. 9 Stück. Wie viele Lebenspunkte hast du denn noch? Ja, dann habe ich noch 5 Lebenspunkte. Sehr gut. Dann wollen wir den nächsten Angriff. Ja, dann reißen wir dem mal seine... die haben mir mein Schwert aus der Hand geschlagen. Dann muss ich ihn seine Arme ausreißen. Ja, du hast aber nur 2. Er hat 4. Ja, ich habe einen großen Handschuh. Ich kann 2 davon gleichzeitig packen, oder nicht? Na, du hast ihn einmal im Kopf gepackt, oder sowas. Aber mit der 13 kannst du ihm auf alle Fälle 2 Ärmchen ausreißen. 2 hat er auf der anderen Seite noch. Dann, Worgen, gib mir nochmal einen weiteren Schuss. Jo. Ein weiterer Schuss kommt. Gleiche. Aber denk an die Penetration von 7. Ach gut, aber er hat da trotzdem Widerstand von 6. Achso, ja. Dann kommt 4 Schaden durch, hat halt 20 Lebenspunkte, das reicht halt nicht. Ist hier irgendwo in der Nähe eine erhöhte Position, auf die ich draufhüpfen kann, sodass ich über die Menge schießen kann? Irgendwie so eine große metallgeschlagene Box, durch die Musik dröhnt. Die nehme ich. Ja, und ich würde, wenn ich das mitbekomme, tatsächlich einfach auf den... das Vieh, was meinen Bruder, auch wenn es ein Angel ist, gerade angreift, von hinten in den Rücken rennen und mein Kettenschwert reinrammen.
Und wenn ich dabei die Menge umrenne, dann ist das halt so. Ja, die streuen sowieso auseinander. Nicht nur, weil ihr jetzt den Adel angegriffen habt, sondern auch, weil die Symbionten angegriffen haben, die irgendwie zwischen den Leuten waren, weil jetzt hier Blut fließt und ihr habt gerade das Fest vollkommen ruiniert. Ja, sehr gut. Das war genau das, was wir wollten. Das war sozusagen ein Sekundärziel. Ja. Ja. Wer schafft's denn von uns schneller? Machen wir einfach mal Initiative. Ja. Genau, dann macht ihr beide mal eine Initiative, wer den Kill bekommt. Ja, wir wollten die befragen. Die Symbionten? Ja, wollten wir eigentlich auch, aber es kann ja nicht sein, dass der dich da niedermacht. Genau, und da ich die Eigenschaft brutal habe, ist mir das gerade sowas von egal. Ja, ich habe 14. Ja, dann gehört. Ja, nur 9. 16. Ich habe 14. Ah, so, ja, okay. Gut, dann würfel du als erstes. Sturmangriff. Ne, 42 würde ich definitiv. Gut, dann kannst du dein Sprungmodul noch einmal nehmen. Oder machst du es ohne Sprungmodul? Oder ich stürme einfach drauf zu, weil so weit sind wir ja nicht auseinander. Gut. Und renn dann einfach drauf zu. Und ja, hau ich mal das Kettenschwert in den Rücken. Im Vorbeirennen brichst du nach irgendeinem Adligen das Bein, trittst einfach drauf, zermanscht einfach unter deiner Rüstung. Und mit dem erstickten Schrei des Adligen kannst du dann auch den anderen erreichen, reißt ihm seine anderen Ärmchen raus und er geht dann tot zu Boden. Bruder, alles okay? Und grinst ihn dabei total schelmisch an. So nach dem Motto, ich hab deinen Job getan. Diese verdammten Xenoviecher. Ich lass den nun geschundenen Leichnam dieses Viech einfach wieder fallen, meinen Griff bisher immer noch nicht gelöst. Und drehe mich mit wütender Miene unter dem Helm zu dem Anführer, zu dem Gouvernant. Lord Governor Perrion Torsholt, was ist das hier für ein Tumult? Was ist das hier für eine abscheuliche Veranstaltung, wenn da draußen der Krieg turmt? Nun, dann verratet mir doch, was wir tun sollen. Wir haben um Hilfe gerufen. Es ist keine gekommen. Wir hängen seit Tagen hängen wir hier und warten darauf, dass ihr euch endlich in Bewegung versetzt. Und niemand reagiert. Sämtlicher Kontakt ist abgebrochen. Verratet mir mal, wo ihr geblieben seid. Ich stapfe, nachdem er das gesagt hat, wütend auf ihn zu und schalte tatsächlich die Kettenschwerter an. Er springt zurück. 2 Meter, 3 Meter, 4 Meter. Hebt seine Hände hoch. Oder halte zurück. Und bleibt dann so ganz kurz vor ihm stehen. Und knurre ihn einfach nur mit meinem tiefen Grüllen an. Lord Gouverneur, ihr habt in eurer Funktion versagt. Wenn ich habe bereits verzeiht, dass ich euch unterbreche. Ich habe bereits vor Tagen. Ihr habt mich nicht zu unterbrechen. Oder es ist das Letzte, was ihr tut. Habt ihr mich verstanden? Jetzt halte ich ihm das Kettenschwert nach der Drohung zum Ultramarin tatsächlich vors Gesicht. Nach Hilfe rufen kann jeder feige Winzling. Ihr seid ein Gouverneur von einer Welt. Wie sind eure Truppen aufgestellt? Warum wird hier geschlemmt und gefeiert, während eure Soldaten in den Straßen sterben? Erklärt euch. Nun, was soll ich denn tun? Die Armen waren schon immer unzufrieden, aber wir haben unsere Tribute erfüllt. Es ist doch meine Sache, wie ich meinen Planeten verwalte. Und dann fragte ich nach Hilfe. Nun, wir haben erkannt, dass das Morde um sich herging. Wir hatten nach Hilfe geschickt und dann tauchte hier einfach diese Adlige auf und fragte. Und sie war höchstwahrscheinlich von der Inquisition, auch wenn sie es nicht sagte, aber sowas erkenne ich doch. Und dann war sie wieder weg. Und gekommen ist niemand. Und jetzt seid ihr hier, viel zu spät. Ich sag außerhalb des Voxes, also über normal, sodass es alle hören können. Bruder, so langsam ärgert er mich. Vielleicht erlaube ich dir doch, ihn zu töten. Sir, meine Lords! Ich hebe die linke Hand mit der Axt über meine Schulter, also dass er von oben herunter donnern würde. Ja, er hebt abwehrend die Arme, auch wenn es einfach sinnlos ist. Meine Lords, ich bin nicht unfähig, aber was soll ich denn tun gegen so eine Invasion? Ganz ehrlich, ihr seid hier unfähiger als eure eigenen Männer da draußen. Die kämpfen an der Front, sie geben ihr Leben. Und ihr widert mich einfach nur an. Habt ihr nicht einmal gemerkt, dass Feinde in euren eigenen Schlemmereien hier zu tun haben?
Du bemerkst wohl, du bemerkst, wie, als er dann da vor dir steht, wie sein bionisches Auge abfällt und das wohl nur so etwas wie eine modische Prothese war und kein richtiger Ersatz. Internes Vox. Tordal, schnüffel den mal an. Das werde ich tun. Angst, Schweiß. Eine letzte Spur von Stolz ist es nicht wirklich, eher von das letzte Aufbäumen ist es halt. Aber Angst. Er sieht sich im Recht. Er nimmt uns nicht einmal ernst. Dieser Geruch. Er hat lange genug gelebt für einen Menschen, Bruder. Gib ihm die Erlaubnis, Octavius. Das könnt ihr gar nicht entscheiden. Ich bin Lord Gouverneur. Ich trete ihm auf den Fuß. Ja, der Fuß zerspritzt einfach unter deinem Stiefel. Ich habe dafür eine bessere Idee, nicht nur das Zertrampeln eines Fußes. Lord Gouverneur von Avalos. Wichtigster Grafwelt im... Ich werde mich beschweren. In dem Moment säbel ich ihm einfach den anderen Bein, der nicht gerade vom Octavius zertreten wird, einfach ab. Ja, er fällt nach hinten ohne seine beiden Füße, die nur noch Stumpen sind. Blut spritzt und sprudelt. Ihr widert mich an. Meine Kettenwaffen sind euch eigentlich nicht einmal würdig. Soll ich ihn erschießen? Ich ziehe mit meinem Gewehr auf ihn, wenn ihm seine Kette zu schade ist. Ihr Astartes sollt uns dienen! Ihr seid zum Dienen da! Ihr sollt uns Menschen beschützen! Ihr seid die Diener und ihr habt versagt. Und damit trete ich ihn tot. Okay. Es gibt ein widerliches, matschendes Geräusch. Und dann blickt ihr noch in die restlichen Gesichter der Adligen, die euch entsetzt anstarren. Da würde ich gerne mal einschüchtern machen auf mein Gebrüll. So dass die endlich hier ihr Weite suchen. Ja, da musst du auch gar nicht drauf würfeln. Sie rennen und rennen und rennen. So, und nun lasst uns doch mal schauen, wer denn der Zweite in der Befehlshierarchie von diesem Planeten ist. Ich denke, er hat garantiert so etwas wie ein Büro oder etwas. Da wird es garantiert Aufzeichnungen geben. Da sind denn noch irgendwelche Leute hier geblieben? Vielleicht hatte der Leibwächter oder sowas? Also wenn ihr euch umschaut, könnt ihr noch eine weitere Person erkennen. Einen Mann mit einem Servoschädel, der neben sich herumfliegt. Einem Zwicker und einem modisch stilisierten Bart, lange Haare, der euch jetzt interessiert anblickt. Das ist der Einzige, der wohl nicht weggelaufen ist und euch jetzt erhaben zublickt. Stampfe wütend auf den zu und stelle mich dann breitbeinig vor den hin und sage, identifiziert euch. Ich bin Notar Adeptus Halis. Ich gehöre zu der Inquisition, meine Lords. Inquisitorin Canistradi. Hervorragend. Tut euch bitte ausweisen. Ja, du siehst, wie sein Servoschädel eine Übertragung starten möchte. Eine Übertragung? Ein Funk oder sowas? Nö, er möchte dir gerne daran drüber schieben. Ach so. Ja, ist okay. Ja, bionisches Siegel von Notar Adeptus Halis. Gehört zur Inquisition. Ist wohl ja. Sowas wie, er ist kein richtiger, also er soll bald als Techniker ausgebildet werden, aber zurzeit ist er eben noch nur Gelehrter. Okay. Aber das ist doch unsere Primärperson, die wir suchen sollen, ne? Boah, im Prinzip solltet ihr die Informationen von Calistradi selbst suchen, nicht irgendwie einen von ihren Adepten. Ich meine, die andere Adeptin war ja die Assassinen, Syndala oder Hauptmann Escort. Und er ist jetzt ein weiterer Agent von ihr. Ach so, dann habe ich dich eben falsch verstanden. Ich habe gedacht, das wäre diese Inquisitorin. Nee, es ist ein Akolut von der Inquisitorin. Ah, okay, gut. Nun, Gelehrter, wo ist eure Inquisitorin Castradi? Calistradi, meine Lords, nun, sie ist verschwunden. Die letzten Aufzeichnungen, die wir von ihr bekommen haben, waren, dass sie sich am blinden Heiligen versammelt hat
Und zwar mit einigen Rebellen, beziehungsweise Rebellen ist nicht ganz richtig. Sie hat dort Informationen gesammelt. Mit einigen Lieutenants der PVS, die dort sitzen. Und hat sich dann von dort aus in Richtung Dreckloch und Fabrika-Distrikt begeben. Das sind die letzten Informationen. Die sind allerdings schon mehrere Tage alt. Könnt ihr das irgendwie erklären? Warum hat sie sich mit den Rebellen verbündet? Nun, nicht mit den Rebellen. Das habe ich falsch ausgedrückt und dementsprechend korrigiert. Verzeiht meine Lords. Der blinde Heilige ist eine Taverne, sage ich einfach mal. Ein Widerstandsnest, das sich in der Kalistra-Distrikt ist großspurig überlaufen. Fabrika sowieso verloren. Und wenn ich von Rebellen sprach, dann ist von einem Widerstandsnest eher zu sprechen. Ein Widerstandsnest in einem umzingelten Gebiet von Feinden. Nicht allesamt Symbionten, aber vor allem Rebellen gegen den Heiligen Thron. Und in diesem blinden Heiligen haben sich wohl einige Sicherheitsbeamte der PVS verbarrikadiert und hatten versucht durchzuhalten. Von dort aus wollte sie in Richtung des Drecklochs, wie es dort genannt wird, weiter westlich am Rand des Distriktes. Es sind Slums. Dort passierten wohl die allerersten Morde vor vielen Jahren. Und dann fiel der Fabrika-Distrikt, weshalb sie wohl entweder ins Dreckloch oder im Fabrika-Distrikt einhergegangen ist. Das sind die Informationen, die ich habe. Und das, was der Lord Gouverneur sagte, stimmt. Wir haben tatsächlich diesen Palast infiltriert und nun, wenn ein fremder Adliger von einer fremden Welt aus dem Kalixis-Sektor hierher entsandt wird und er nicht ganz dämlich war, dann kann man eins und eins zusammenzählen. Und unsere Codes waren zwar korrekt, aber der Grund, warum wir uns dann hierhin begeben haben, eventuell etwas oberflächlich. Es musste schnell gehen. Ja, aber er hat trotzdem in seiner Aufgabe versagt und ein schlechtes Vorbild für seine Truppen gegeben. Das hat er, ohne Wenn und Aber. Wir mussten ihn richten. Nun, das zu entscheiden, steht mir nicht zu. Das müsst ihr mit euch selbst vereinbaren. Aber wir wollten zumindest einmal wissen, ob er Ursprung dieses Symbiontenbefalls ist, was wir ausgeschlossen haben. Daraufhin ist die Inquisitorin in Richtung Süden abmarschiert und hat mich hier gelassen. Wie lange seid ihr hier schon stationiert? Seit sicherlich einem Monat. Gut, dann kennt ihr euch ja mit den örtlichen Begebenheiten aus. Wer ist der momentane Nachfolger des Lord Gouverneurs oder sein Oberbefehlshaber in militärischen Angelegenheiten? Nun, in militärischen Angelegenheiten, dann solltet ihr am besten einen seiner Hauptmänner am Tor fragen. Die Stille Garde, wie man sie nennt. Auch wenn sie gar nicht so sehr still sind. Vor allem am Haus der Echos hat man ihnen die Zungen rausgeschnitten. Die Zungen rausgeschnitten? Also ich bin dauernd unter dem Helm am Kopf schütteln. Das ist alles irgendwie komisch hier. Wieso hat man ihnen die Zunge rausgeschnitten? Nun, dahinter bin ich auch noch nicht ganz gestiegen. Ich verstehe nicht den Sinn der Sachen. Warum sollte man einem Hauptmann die Zunge rausschneiden? Den lokalen Wachleuten, die hier im Magistra-Distrikt untergebracht sind, hat man die Zunge herausgeschnitten. Der Hauptmann, wie gesagt, kann sprechen, weil der Lord Gouverneur es vorzog, sich mit seinen Leuten zu unterhalten. Dieser Gouverneur... Ich schüttel... Also, Tordal ist tatsächlich einmal sprachlos. Ja, ich bin auch irgendwie sprachlos. Aber es muss doch noch jemanden von höherem Rang geben als ein bloßer Hauptmann. Nun, da bin ich überfragt. Ich kenne mich zwar mit den militärischen Rängen aus, aber Generäle oder so etwas habe ich nicht gesehen. Die PVS ist tatsächlich nicht gut ausgebildet und es ist kein Militaris. In jedem anständig geführten Militärstab muss es jemanden geben, der einem Untergebenen einen Befehl geben kann. Und wenn es mehrere Hauptmänner gibt, dann würde es... Wir nehmen einfach den rangdienstältesten Hauptmann und setzen ihn zum provisorischen Oberbefehlshaber ein. Was meint ihr, Brüder? Ich werde mir einfach den vornehmen, den wir mitgenommen haben. Wenn ich euch eine Empfehlung geben dürfte, zwar kein dienstältester Hauptmann, aber wenn es um Kompetenz geht, solltet ihr Hauptmann S. Code den Oberbefehl übertragen. Damit zwinkert er euch einmal zu. Abgelehnt. Aber warum? Ich antworte nicht. Verzeiht, ihr seid mir keine Rechenschaft schuldig. Das ist korrekt.
Stellt mir nun bitte den rangdienstältesten Hauptmann hier in diesem Anwesen vor. Ja, ihr seid höchstwahrscheinlich gerade mit ihm vom Tor hereingekommen. Sein Name ist Eugene Stockton. Gut, dann ab zu ihm. Ja, ich stapse auf ihm zu. Der hat sich gerade ein Losstäbchen angezündet. Bietet Forgen wohl selber ein Losstäbchen an. Ich schlage es ihm aus der Hand. Ich lehne ab. Aus guten Gründen. Ja, ich schlage es ihm tatsächlich aus der Hand. Als ich auf ihn zuschlag. Dann brichst du ihm die Finger. Er heult einmal auf. Ich gucke ihn einfach nur erbost an. Verzeiht, mein Lord, ich wollte euch nicht beleidigen mit dem Geruch. Ich dachte, ich werde nicht gebraucht. Ihr werdet nicht gebraucht? Pauke ich ihn an. Zumindest in diesem Moment. Ihr habt das doch unter Kontrolle mit diesen Symbionten, oder nicht? Wir können nicht überall gleichzeitig sein, Hauptmann. Seid ihr loyal zum Thron? Selbstverständlich, von allen geliebter Imperator. Gut, dann hiermit ernenne ich euch zum provisorischen Oberbefehlshaber dieser Streitkräfte in Torshold. Jawohl. Jemand der Lordshold, mein Herr. Zu viel der Ehre. Er hält sich seine Hand. Es befinden sich noch einige Truppen der PVS in der Basis. Die benötigen dringend einen erfahrenen Kommandanten. Werden in der Zwischenzeit nur von einem einfachen Corporal angeführt. Das ist nicht akzeptabel. Ich werde mich darum kümmern. Wir verlegen von dort aus. Ja, ich werde verlegen lassen. Wie viele Truppen sind hier in dem Anwesen verblieben? 2000, mein Herr. Dann halbiert diese Truppen und marschiert mit 1000 Mann heraus. Wir müssen die Stadt wieder erobern. 1000 sollten reichen, um dieses Anwesen zu verteidigen. Bei den Mauern und dem Imperial Fist sicherlich, mein Herr. Der Imperial Fist ist nur ausgeliehen. Ganz wie erwünscht. Milord? Ich guck dann in dem Moment, wo ich gerade sprechen will, zu Forgen. Ich trete einen Schritt zurück und gebiete dir, dass du sprechen darfst.